Hier spricht Radio Freies Tirol. Hier spricht Radio Freies Tirol. Hier spricht Radio Freies Tirol. Der Sender der Südtiroler Freiheitskämpfer. Wir begrüßen unsere Hörer in Nord- und Südtirol. Zum ersten Mal war es am vergangenen Sonntag möglich, Radio Freies Tirol auch in größeren Teilen Südtirols zu hören. Nach den Ereignissen der letzten Tage, der unhöflichen Zurückweisung des Tiroler Landesrates Techtel und des um Südtirol so verdienten Außenministers Dr. Bruno Kreisky am Brennerpass, ist zu schließen, dass die italienischen Behörden den Termin 1. Juni, der ihnen von den Südtiroler Freiheitskämpfern vor einem halben Jahr gestellt wurde, ernst nehmen. Eindringlich haben wir damals die Verantwortlichen in Italien aufgerufen, Verhandlungen aufzunehmen. Wieder ist, so wie in den letzten 20 Jahren, nichts geschehen. Nicht einmal geredet wurde jetzt mehr. Stattdessen haben sie Militär- und Polizeieinheiten ins Land gerufen. Wir sehen ein, dass die italienische Regierung im eigenen, von Streiks, Studentenunruhen und kommunistischen Umtrieben erschütterten Land genug zu tun hat. Sie kann sich nicht auch noch um die Besatzungszone Südtirol kümmern. Mit Zurückweisungen von österreichischen Politikern und schikanösen Grenzkontrollen, über die sich bereits Abgeordnete im Deutschen Bundestag beklagt haben, ist das Übel nicht mehr zu heilen. Italien hat in Südtirol politisch, wirtschaftlich und im humanitären Sinn versagt. Es hat die Chance des Pariser Vertrages vertan. Es hat mitten im Herzen Europas ein soziales Notstandsgebiet geschaffen. Und es ist vor aller Welt gebrandmarkt als ein Staat, in dem der Faschismus wieder zu blühen beginnt. Während in ganz Europa Mangel an Arbeitskräften herrscht, musste der Südtiroler Landeshauptmann Dr. Maniago die Verantwortlichen in Rom auffordern, in Südtirol endlich Arbeitskräfte für die arbeitslosen Südtiroler zu beschaffen. Die offizielle österreichische Außenpolitik kann sich die Wahrheit offenbar nicht leisten, die von der UNO vor Jahren geforderten bilateralen Verhandlungen als gescheitert zu deklarieren. In Wirklichkeit weiß heute jeder wache Beobachter, dass die italienischen Politiker unter dem Druck von rechts und links und im Hinblick auf die kommenden Parlamentswahlen gar nicht mehr über Südtirol verhandeln können. Es gibt für die Lösung der Südtirol-Frage nur einen Weg, den der Selbstbestimmung. Und es bahnt sich innerhalb der europäischen Völkerfamilie für Italien eine moralische Niederlage ersten Ranges an, wenn es sich dieser Einsicht noch länger verschließt. Es gibt nur einen Weg. Italien muss den Südtirolern das Recht auf Selbstbestimmung zubilligen, das ihnen vor Gott und der Welt so selbstverständlich zusteht wie allen anderen Völkern und Volksgruppen. Dies ist der saubere, der gute, der europäische Weg. Die Südtiroler Freiheitskämpfer müssen auf ihre Weise Italien zwingen, diesen Weg zu beschreiten. Der Staatsanwalt der Republik Italien, Dr. Maniga, stellte dazu am 23. Mai dieses Jahres beim Berufungsprozess in Mailand fest. Die internationale Situation unseres Staates, ich stelle das mit Bitterkeit fest, ist nicht so, dass wir uns gegen derartige Aktionen wirksam verteidigen können. Der Staat ist in Parteien und in verschiedene, einander entgegengesetzte Ideologien aufgespalten. Ein Staat, in dem man betete, dass der Krieg verloren gehe, damit der Faschismus falle, bietet nicht die Gewähr einer wirksamen Verteidigung gegen die Sprengstoffanschläge. Auch auf internationaler Ebene, durch UNO-Resolutionen und so weiter, ist Italien einem ständigen Druck ausgesetzt, der dazu führen könnte, dass der Staat schließlich weich wird. Wir könnten an einen Punkt gelangen, da Italien sagt, genug jetzt der Opfer an Menschen, Geld, Material, Blut und Tränen. Nehmt euch Südtirol und lasst uns in Ruhe. Lesen nun den Brief, den die Leitung der Südtiroler Freiheitskämpfer vor einigen Tagen an den Botschafter der Republik Italien, Herrn Enrico Martino in Wien, gesandt hat. Exzellenz, der Sender der Südtiroler Freiheitskämpfer
hat im Jänner dieses Jahres verlangt, dass bis Ende Mai 1966 mit den Verhandlungen zwischen Italien und Österreich ernst gemacht würde. Der BAS hat während dieser Zeit auf Gewaltmaßnahmen verzichtet. Vor Wochen haben auch der Südtiroler Landeshauptmann Dr. Maniago und österreichische Regierungsstellen dringend gemahnt, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Die vom BAS gesetzte Frist ist nun abgelaufen. In wenigen Wochen werden es 20 Jahre sein, seit dem Abschluss des Pariser Vertrages. Wie sieht es aber mit der Erfüllung dieses Vertrages aus? Immer noch werden Italiener in das Land geschleust und Südtiroler müssen ihre Heimat verlassen. Immer noch werden Italiener bei der Vergabe von Volkswohnungen bevorzugt. Immer noch werden Südtiroler wegen Nichtigkeiten eingekerkert. Die Italiener verstoßen auch heute noch gegen den Pariser Vertrag und gegen jedes europäische Rechtsgefühl. Stellen sich die Verantwortlichen in Rom vor, dass sich die Tiroler eine solche Demütigung endlos gefallen lassen. Nach 20 Jahren Willkür hat auch der Wohlmeinendste den Glauben an die Redlichkeit der italienischen Südtirolpolitik verloren. Rom hat mehrfach behauptet, dass nur die Aktionen der Südtiroler Freiheitskämpfer die Verhandlungen stören würden. Über ein halbes Jahr hat der BAS stillgehalten. Was ist in diesem halben Jahr geschehen? Wurde diese Zeit genützt? Exzellenz, teilen Sie uns bitte mit, wann und worüber in diesem Zeitraum zwischen den offiziellen Vertretern Italiens und Österreichs verhandelt wurde. Wir erwarten die Veröffentlichung Ihrer Stellungnahme bis zum 31. Mai 1966 in den Dolomiten Bozen, der Tiroler Tageszeitung Innsbruck und der Presse Wien. Ihr Stillschweigen würde uns zeigen, dass die italienische Regierung nicht der Meinung ist, dass die Südtirol-Frage rasch gelöst werden muss. Die Südtiroler Freiheitskämpfer. Tirol, Ende Mai 1966. Sie hörten den Text des offenen Briefes der Leitung des Befreiungsausschusses Südtirol an den italienischen Botschafter Martino. Jetzt wissen wir die Antwort des Botschafters der Republik Italien. Er hat geschwiegen. Er hat geschwiegen zum Südtirol-Problem. Die von uns gesetzte Frist ist vorbei. Die Zeit ist ungenützt verstrichen. Wieder hat die italienische Regierung Polizeiaufgebote echten Verhandlungen vorgezogen. Unser Ruf zur gewaltlosen europäischen Lösung ist leider ungehört verhallt. Botschafter Martino hat es nicht so nötig befunden, unseren Brief zu beantworten. Wie seit 20 Jahren verkennt Italien die Zeichen der Zeit. Die Südtiroler Freiheitskämpfer sind deshalb wieder gezwungen, zu den Waffen zu greifen. Italien hat in Südtirol den Ausnahmezustand geschaffen. In dieser Lage ist jeder Uniformierte in Südtirol in Gefahr. Wir wollten den Kampf nicht, wir wollten Verhandlungen ermöglichen. Jetzt trägt Italien die volle Verantwortung für alles, was geschieht. Wir Südtiroler Freiheitskämpfer sind gewillt, unsere Aktionen sofort abzubrechen, sobald eine für unsere Bevölkerung annehmbare Lösung im Sinne des Selbstbestimmungsrechts gesichert erscheint. Sie hörten eine Sendung von Radio Freies Tirol, dem Sender der Südtiroler Freiheitskämpfer. Wir melden uns wieder am Sonntag, den 12. Juni um 20.30 Uhr für unsere Hörer in Nordtirol. In Südtirol senden wir wieder am Samstag, den 18. Juni. Gute Nacht.